Aber wenn man durchfällt, muss man halt mehr bezahlen. Jetzt seht ihr hier nochmal die kurze Zwischensequenz, wo ich eben aufgehört habe. So, dann müssen wir dem jetzt bei einem Deal helfen. Und jetzt war ich gerade eben in einem anderen Part und in dem Part auch noch beschäftigt. Das mit dem Führerschein und Nummernschildern, ja. Wenn man in Deutschland kostet der Führerschein 2000 Euro, wenn man halt mal durchfällt oder keine Ahnung, die Theorie oder die Praxis nicht besteht, kann man, das kann ja alles mal passieren, da kostet es halt ein bisschen mehr als normal, ja. Kommt drauf an, auch in welcher Fahrschule man den Führerschein macht. Und in China kostet der Führerschein 20 Euro. Du kannst zwar schneller durchfallen, das ist alles ein bisschen strenger, aber dafür musst du dir Nummernschild kaufen, das einen bestimmten Preis hat und was ist, das kostet glaube ich 2000 Euro das Nummernschild, also ist es mit dem Führerschein wieder ausgeglichen in Deutschland und Führerschein in anderen, also fahren in anderen Ländern, also in Indien oder China, da, wenn du da keine Hupe hast, hast du so ungefähr verloren, ja, weil die nur am Hupen sind und keine Ahnung, die Nummernschilder sind da sehr teuer eigentlich und jetzt haben wir uns mal hier so eine Familienkarre genommen und fahren da jetzt mal zu dem Deal, wo wir helfen sollen, weil eben der Part ein bisschen länger geworden ist und es eben abgebrochen war, also eben kurzen Schnitt war. Habt ihr nicht alles von der Zwischensequenz mitbekommen? Also wir sind da jetzt zu, warte, ich erzähle nochmal kurz fertig. Wir sind da zu dieser Elisabeth gegangen, die hat uns Mallory vorgestellt und da sollen wir jetzt beim Deal helfen und dass wir ein guter Freund von Mallory sind und dann gehen wir jetzt mal hier zu diesem Deal. So, ich muss es aufs Dach und das Präzisionsgewehr mir holen und von dort aus sicher dann auch Leute abschießen, weil der Deal, glaube ich, nicht glatt gehen wird. Aber das sehen wir ja dann noch. Wir müssen jetzt hier das Treffen überwachen. Sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr konzentriert bin. Was, Peggy?
Hä? Was? I'm sorry, wenn ich jetzt gefailt habe, dann muss ich jetzt aber die Mission nochmal neu machen. Es tut mir jetzt leid. Aber ich hab denen doch jetzt geholfen. Ich hab. Sorry, ne? Also ich muss das jetzt nochmal machen, aber. Es tut mir leid. Ja. Ja, das haben wir jetzt schon gesehen. Aber ich hab denen doch geholfen. Jetzt habe ich hier einen Sniper noch mit 10 Schuss, ja. Begib dich zum Treffen. Ja, warum habe ich dann aber jetzt kein Auto? Ja, dann nehme ich jetzt mal das Auto. Aber ich habe doch alle Leute abgeschossen von dem, der betroffen war. Oder habe ich da einen übersehen, wo da Peggy in der Nähe war? Jetzt tut mir jetzt aber leid, ne? Aber ich habe das jetzt eigentlich alle gesniped. Aber das kann man nichts machen. Ich glaube schon in den Tipel Sniper Skills pur, ja. Richtige Sniper Skills. Jetzt muss ich wieder auf das Dach steigen und die Sniper holen. Ja, da haben wir aber auch wieder eine Sniper, wieder eine Waffe neu mehr. Das ist auch wieder gut, eine Waffe geschenkt zu bekommen, ja. Muss man wenigstens kein Geld bezahlen. Das ist schon mal, das ist schon gut. Oh, wieder noch eine Etage höher. Ja, und da bin ich jetzt auch. Ja, bla bla. Geh zum Aussichtspunkt. So, begib dich zum Aussichtspunkt. Ja, duck dich. Ja, komm, wenn du duckst, erhöhst du deine Dings. Ja, das weiß ich alles. Diesmal werde ich den anderen anvisieren, weil der sowieso. Nee, der ist nicht der Dealer, oder? Nee, aber den werde ich anvisieren. Ja, bla bla, Zoom, komm. Überwachtes Treffen, ja. Packt jetzt seine Waffe aus, der schießstehende Hals. Was? Mann! Ja, komm, ich will die Mission jetzt nochmal neu machen. Ja, komm, ruf die an. Ja, komm. Ja. Nochmal neu machen, ey, das gibt's doch gar nicht, meine Güte, ey. Ja, da habe ich schon wieder gefailt, weil der seine Waffe rausgeholt hat, Mama. Ich hab die Waffe rausgeholt, aber ich darf noch nicht schießen, erst wenn ich zuerst geschossen hab. Mann, ey, das kotzt mich doch wieder an. Zum zweiten Mal jetzt die Mission gefailt, ja, das ist so eine einfache Pipifax-Mission, ja. Warum fährst denn du jetzt überhaupt zurück, hä? Wieso, was bringt dir das, wenn du zurückfährst? Nichts, also, warum fährst du dann zurück? Keine Ahnung, aber Hauptsache mal zurückgefahren, ja. Jetzt muss ich wieder da hoch, sorry, wenn ihr es jetzt zum dritten Mal seht. Tut mir leid, aber ab und zu muss ich auch mal failen. Jetzt bin ich auch noch in der falschen Seitenstraße, oder was? Meine Güte. Fängt ja schon wieder gut an, der Pate, fängt ja schon wieder gut an. Gib Gas. So, jetzt muss ich wieder da hochgehen. Jetzt habe ich 35 Sniper-Schuss, ja. 35, es wird immer mehr. So kann man auch Munition sammeln für Sniper-Gewehr oder für andere Waffen, wenn man einfach mal die Mission dreimal failt. Das war jetzt aber nicht beabsichtigt. Es tut mir aber auch jetzt leid, ja. Aber da habe ich doch geschossen, obwohl der schon seine Waffe gezückt hat, ne? Aber naja. Müsst ihr es euch halt nochmal anschauen, es tut mir leid. Wie viel Munition haben wir denn jetzt? 45 Schuss. Oh, wow, wow. Auf. Ja, guckt der wieder die Straße an. Keep clear, ja, auf. Da steht keep clear, aber trotzdem. So, jetzt haben wir dann schon mal ein Headshot-Visier, ja. Ja, jetzt wird mir gezeigt, wie ich ranzoomen kann, ja.
Überwachtes Treffen mache ich. Ja, komm. Ah, den habe ich übersehen. So, dem müssen wir jetzt eigentlich soweit geholfen haben. Sorry, wenn ich mich jetzt ein bisschen konzentriert habe, aber ich habe hier gefailt, weil er wurde hier zusammengeschlagen. Hier. Und deshalb rufen wir jetzt noch Elisabeth an, dann würde ich sagen, dann ist der Part auch zu Ende. Those dealers double-crossed your boy, but I managed to keep him alive. So, jetzt haben wir noch ein Snipergewehr mit 18 Schuss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play GTA 4. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen gefailt habe. Es tut mir leid, aber bis zum nächsten Mal. Ciao.